Heute möchte ich mit euch den neuen Edge Chromium von Microsoft mal ein bisschen auschecken. Ich habe ihn gestern schon runtergeladen, habe da schon ein bisschen rumgetestet und mal gucken, was das Ding so kann. Alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingecheckt habt auf Darkies Hardware World. Hier ist euer Darky heute. Habe ich mal die alte Kamera genommen, so auf die Schnelle. Ja, ich habe gestern einen Bericht gesehen bei PC Welt, dass man sich den neuen Chromium schon mal runterladen kann, bevor man den als Update bekommt. Und das als Zwangsupdate, also es wird uns nichts überbleiben. Und dachte, schau mir das Ganze doch mal an. Ist der schneller? Wie ist das mit so gewissen Einstellungen? Import aus Chrome, nutzen wir ja alle Google Chrome, die meisten, und ist der etwas schneller oder hat sich was geändert oder mal gucken, was sich jetzt so rausgefunden hat. Da möchte ich euch gerne so mitnehmen aus aktuellen Anlass, deswegen gibt es heute vielleicht auch schon heute Abend noch später ein Game, ich habe keine Ahnung, muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege, aber auf jeden Fall möchte ich euch gerne mitnehmen und wir schauen uns das Ganze mal intensiv oder ein bisschen an. Ja, alles weitere jetzt nicht im Hardware-Check, sondern im Software-Check. Als erstes möchte ich natürlich mit ausprobieren, erstmal ein bisschen die Geschwindigkeit. Da schauen wir jetzt mal ganz rein. Das ist der Chrome, unser lieber Google. Und jetzt, also ich finde, den nochmal schließen. Der Chromium. Wie schnell? Gleich schnell, oder? Vielleicht subjektiv mag der neue ein bisschen schneller sein. Aber damit ist es ja nicht getan. Wir gucken uns jetzt mal hier die Einstellung an. Hier kann man sich anmelden. Hier kann man schon mal die einzelnen einfach ausgewogenen Datenschutz und Blockieren, Tracker, Ausnahmen. Das kann man sich hier nochmal einstellen. Dann gucken wir mal auf die allgemeinen. So, dann haben wir hier die Standardsystem-Einstellung dunkel. Das kann man jetzt hier noch einmal einstellen. Das wollte ich eigentlich noch mal nachträglich machen. Favoriten, das sind in den neuen Tabs anzeigen. Immer. Na, dann hat man hier seine Tabs hier oben drin, wie ihr seht. Feedback wollen wir nicht. Schaltfläche Start, hier habe ich auf jeden Fall immer angezeigt, weil das mache ich auch immer ganz gerne. Und dann auch hier kann man sich dann wie beim Chrome. Ist jetzt übersichtlicher geworden. Das war vorher immer so ein bisschen klein. Na, beim Start einen neuen Tab öffnen, dort weitermachen, wo man aufgehört hat, bestimmte Seite öffnen. Beim bestimmte Seite könnte man jetzt Google nehmen. Na? Und was haben wir denn hier? Ein neuer Tab anpassen, Webseitenlayout, Standort, Cookies festhalten, Mikrofonfragen, JavaScript, Flash. Was mich mal interessieren würde. Vom Ausfüllen vom Flash fragen, deaktiviert empfohlen. Nee, dann machen wir mal blockiert. Achso, wenn man diese Option deaktiviert, ist Flash blockiert. So, dann lassen wir das mal so. Dann Downloads, hier kann man den Download-Ordner ändern. Hier kann man uns nochmal die bevorzugten Sprachen aussuchen. Jetzt haben wir natürlich auch die Wörter und Wörter ändern, löschen, neues Wort hinzufügen, Sprachen, Deutsch, Standard, Deutsch und Deutschland, Englisch.
Vereinigte Staaten, der Druckerverwaltung, dann kann man auf die Druckerverwaltung kommen. Da haben wir dann unsere Drucker. Das ist jetzt weniger interessant. System. Apps im Hintergrund ausführen, wenn Apps geschlossen ist. Frage. Hardwarebeschleunigung verwenden, sofern verfügbar. Und Proxy-Einstellung, naja, da haben wir ja nicht. Hier können wir die Einstellung zurücksetzen. Hier haben wir die Info. Das ist der neue Edge Chromium, auch genannt. Na, diese Verwendung des Browsers wird durch das offenen Source Projekt Chromium und andere Open Source ermöglicht. Was mich noch mal ein bisschen interessiert, so Add-ons hätte ich gerne mal gefunden. Na? Findet er nicht. So, Bewegungssensor und Kameras, Ergebnisse JavaScript, das ist, wird ja hier nochmal hinterlegt. Abo Flash. Dann machen wir das doch mal anders, öffnen einen neuen Tab. So, Edge Basis Download Basis. Hier kann man den schon mal runterladen. Chromiums Adblocker installieren. Store für Microsoft. Was haben wir da? Da gucke ich jetzt mal den Amazon-Assistenten. Hier scheint es schon das ein oder andere zu geben. Ist es für den alten Edge? Das ist die Frage. Ich suche mal und zwar meine Lieblingssoftware. Hier, das ist LastPass. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Und dann gehen wir da mal gucken, ob wir das finden. Schon. Ja, hier muss ich mich veranstalten, Produkte, Microsoft Launcher. Okay, dann machen wir das. Da schließen. So, jetzt kann ich mir den runterladen. So, wollen wir mal gucken, ob das macht. Installieren. Und starten. Okay, jetzt kriege ich hier die Bing-Seite an, aber wo sind jetzt die Skype? Habe ich hier oben Reverts Englisch. Das ist wieder Deutsch, hat er sich ein bisschen umgestellt. Ja, der Bing hat sich hier aufgerufen. Und wo ist mein Add-on? Erweiterung, das haben wir hier, Edge schließen, Feedback, Einstellungen, hier haben wir nochmal die Erweiterung. Ja, wäre schön, wenn ich sie denn auch finden würde. Verschrieben. Holen Sie sich Erweiterung aus dem Microsoft Store. Ja, habe ich gemacht. Und wo ist mein LastPass? Also das hat irgendwie noch nicht so wirklich funktioniert. Na? Beim Chrome schreibt er sich hier oben rein. Da muss man vielleicht noch mal drauf gucken. LastPass. Okay, dann war es vielleicht nicht aufrufen. Hier Erweiterung hinzufügen. Und okay, jetzt kann ich mich ja zumindest hier schon mal anmelden. Das ist eine wichtige Sache. Na, mache ich natürlich jetzt nicht, weil dann habt ihr mein Konto und bla bla bla. LastPass ist eine schöne Geschichte, nur mal so am Rande. Da könnt ihr eure Passwörter sicher abspeichern. Gibt es kostenlos. Na, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, das sind so erstmal die ersten Eindrücke von mir. Der ist jetzt an. Ich kann den hier auch Details
ne, in Privatsitzungen zulassen, Zugriff auf URL. Funktioniert, muss man jetzt noch mal ein bisschen gucken mit den ganzen Erweiterungen, wo man das wo findet. Wie gesagt, da hier ist doch mal erstmal hat man noch mal die ganzen Downloads-Erweiterungen. Da muss man dann drücken, das ist wie beim Edge auch. Und dann Edge schießen. Wenn ich wieder auf die Einstellung komme, ich wieder auf den etwas größere Seite. Ne? Gut, das war so mein erster Eindruck. Ich finde ihn ein bisschen schneller, aber das hören wir uns gleich nochmal in meiner Endbesprechung an. Ne? Ich packe euch das dann auch gleich nochmal in die Videobeschreibung, wo ihr euch den downloaden könnt, weil mit dem Update dauert er ein bisschen. Und wie gesagt, hier nochmal zum Info. Ne? Edge ist auf dem neuesten Stand, bla bla bla, Building, ist derzeitig die Building, wem es interessiert, 79309.65 Building, offizielles Building. Na, und wenn man hier auf Chromium geht, was passiert dann? Okay, übersetzen, lassen wir uns das mal. Chromium gehört Projekten des OS und oh bla bla, Chrome OS, naja, na, ich weiß nicht, das ist Chromium-Quellen sollen helfen. Hm. Ob da nicht so ein bisschen Google drin ist. Naja, gut. Schauen wir mal. Okay, wir hören uns gleich in meiner Endbesprechung. Dann bis gleich. So, das war es erstmal mit dem Chromium Edge, der erste Eindruck. Und das ist auch unsere erste Folge von einer neuen Serie, sprich SWC. Abgekürzt heißt Software Check. Na, das ist die erste Folge, eine neue Sparte, die wir aufmachen, oder eine neue Kategorie, wo wir oft das mal jetzt für die Zukunft Software checken werden. So viel erstmal dazu. Und jetzt zu meiner ersten Eindruck. Bewertung kann man noch nicht sagen. Subjektiv finde ich, er ist schneller geworden. Die Einstellungen sind übersichtlicher geworden. Ich kann es jetzt groß machen. Es ist ganz, ganz viel, finde ich, die man mehr einstellen kann. Aber das muss man dann noch ein bisschen austesten. Das sind jetzt erstmal so die ersten Eindrücke. Add-ons habe ich ja nur den einen, den LastPass, kann ich euch übrigens auch empfehlen. Werden wir auch mit dem nächsten Mal checken, ob das was bringt. Kriegt er dann auch mal zu sehen. Ist ein gutes Add-on, kostet nichts. Und mit den weiteren Erweiterungen, da muss man jetzt erstmal im Laufe der Zeit gucken. Ich finde es subjektiv schneller, wie gesagt. Und das sind so erstmal meine ersten Eindrücke. Ich packe euch den Download-Link, falls er ihn nicht per Zwangs-Update, was mir wieder stinkig ist, weil wir müssen updaten, ob wir wollen oder nicht. Also Edge bleibt nicht mehr, Jungs und Mädels. Wir müssen uns davon verabschieden. Gibt es per Zwangs-Update, wer den ein bisschen schneller haben möchte und selber mal austesten möchte, den packe ich unten den Download-Link rein. Und kann sich den dann selber mal installieren. Ist auch ganz einfach. Was mir gestunken hat, ist beim ersten Mal die Synchronisation mit Chrome hat nicht funktioniert. Also wenn das jetzt nicht klappt, müsst ihr nochmal versuchen, das Ganze zu synchronisieren. Kann man ja in den Einstellungen, verwendet ihr das wieder. Ne? Und das hat mir so ein bisschen, hat mich genervt. Beim zweiten Mal hat es dann funktioniert. Die Seite sieht jetzt genauso aus, als wenn ich den Chrome öffne am Anfang. Ja, und den Rest muss man jetzt erstmal abwarten. Schauen wir mal, ob das was bringt und ob es uns allen was bringt oder ob wir nur wieder mit Zitronen gehandelt haben. Das war's an dieser Stelle. Schreibt doch selber mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen Chromium haltet. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da oder drückt den Daumen in nördliche Richtung an die Abonnenten. Nächste Video ist am Start. Gamescom auch wieder, mache ich jetzt am Sonntag, weil durch diesen aktuellen Anlass war das jetzt der Einstieg in unsere neue Serie. Das war's an dieser Stelle von mir. Wie gesagt, Abonnenten, Glocke nicht vergessen. Nächste Video ist auch am Start, wieder wie üblich. Und ich kann mich an dieser Stelle nur von euch verabschieden. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Software Gaming Hardware Check. Keine Ahnung, wer weiß das schon. Aber wir werden das sehen. Aber auf jeden Fall bis zum nächsten Hardware Check.